Moin, Servus, moin. Ah ne, das war ja wer anders. Genau, das war ja der Gurkendieb. Ja, willkommen zu Godfall. Wir sind letztes Mal, ja, würde ich sagen, haben wir Pandora in den Äther geschickt. Und müssen jetzt mal gucken, wo es weitergeht. Auf jeden Fall Wasserlevel. Okay, hier ist natürlich immer, wenn es drum kreist, dann ist das die nächste Mission, die wir erfüllen müssen. Mal gucken, wie wir jetzt in den Arsch treten können. Ich würde sagen, es wird nicht einfacher. Das ist auf jeden Fall schon mal Fakt. Auron, there's something else. More bad news, I'm guessing. Macross is wrong. About what? About his entire plan. He thinks he can become a god, but he can't. He can. He has the rights of ascension. Scheiße. But they are not what he thinks they are. The rites aren't for ascension to godhood. They're for a different kind of ascension. They're for sacrifice. Blood sacrifice, you mean? Exactly. No. If Macross tries to ascend, odds are he'll die, and most likely destroy the world around him. Are you sure about this? I've studied the rites. Wir sind auf jeden Fall wieder am Zentralturm gelandet, das ist gut. Sie spricht da gerade von Problemen. Ich hoffe, die bewahrheiten sich alle nicht. Ja, jetzt gibt es erstmal Haue hier. Aus euch mache ich eine Sushi-Rolle. Jawohl. Los, komm her. Na. Ja, müssen wir mal näher rangehen hier. Oh. Da hätte ich jetzt ja gar nicht mit gerechnet, dass er uns jetzt hier so einen verpasst. Warum lädt denn der sich jetzt hier nicht auf? Hat er uns vergiftet, oder? Alter Falter, ey, der ist ja nicht ohne. Ja, okay. Ich denke mal, gegen unsere Geschwindigkeit macht er auch nicht viel. Können wir den betäuben? Ja, das geht immer. Alles klar, super. Das hätte ich mal vorher machen sollen. Alter, was ist das für ein Würmchen hier? Ah, noch so einer. Ist ja unglaublich, ey. So, dann laufen wir nochmal. Aua! Laufen wir nochmal ein bisschen hier. Ja, gut. Okay, den machen wir jetzt mit Schild fertig. Aua. Jetzt reicht's aber. So. Ja, das liegt daran, weil er keinen Helm trägt. Na, ich wollte gerade sagen, das sah so aus, als wenn er sich wieder auflädt. Oh. Ich bin natürlich so auch sehr offensiv. Und hau drauf rum und ihr könnt es eigentlich einfach haben, indem ich ab und zu mal mein Schild nutze, um mich mal zu schützen. Aber ja, manchmal denke ich mir, wir werden die Energie schon wieder auftreiben, die wir jetzt gerade hier verlieren. Naja, das sieht doch schon wieder so danach aus, dass hier einige einen Arsch voll kriegen wollen. Okay, die stehen gar nicht auf, das ist ja mal nice. Schlafen die alle noch, oder? Ach, er schon wieder. Ja, warum nimmt denn er das Schild jetzt nicht? Oh. Alter, das war aber... Der Move war richtig geil. Aber wir können ja auch in dem Game öfter mal sterben. Aber der guckt mich so an und zieht mir einfach einen über. So, mach dich weg. Wir bräuchten jetzt immer ein Schild.
Ja, wir laufen jetzt mal kurz weg. Dann ja, ein bisschen ausweichen hier. So, komm her, jetzt machen wir den gleich platt. Komisch, ich habe gerade ein Update gezogen für das Game. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, da gibt es jetzt leichte Verzögerungen. Das kann aber sein, dass sich das täuscht. Oder dass ich mich täusche. Ah, sehr nice, weil das gibt da nämlich immer extra Energie nochmal. Und den hat es zerlegt. Ja, die Gegner werden jetzt natürlich ein bisschen stärker. Die sind nicht zu unterschätzen, aber wir haben das noch alles ganz gut im Griff. Ja, auch mal so eine Flitzpiepe, die ist jetzt auch weg. Okay, lassen jetzt natürlich hier alle auferstehen. So, zerstöre Statuen. 8. So, 9. 16. Ja, sehr gut. Jetzt die nächste gleich hier. Ja, die will irgendwie nicht. So, wie viel haben wir noch? Das war die letzte Aufladung. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Hinten haben wir noch eine Statue. Ja, die gehen auch nicht. Also müssen wir uns wahrscheinlich erstmal hier um die Jungs hier kümmern. So. Mal den ersten erstmal platt. Sehr gut. Wenn wir die auf die Art und Weise töten, dann setzen die immer ein bisschen Energie frei. Ja, sehr gut. Ja. Den hauen wir jetzt auch mal ein vor die Mütze hier. Okay. Ich wollte gerade sagen, Energie sah nicht so gut aus. Ja. So, ich werde das diesmal nicht schneiden, dass ich da so scheitere, sondern ich lasse das drin. Das ist auch gar nicht so schlimm. Weil jeder sehen, dass man hier nicht einfach perfekt durchrennen kann. Das wäre ja auch utopisch. Man kann es natürlich noch ein bisschen besser zocken. Ich werde jetzt auch ein bisschen aufpassen. Okay, 15 von 16. Jetzt müssen wir die eine hier noch. Ja, komm her. Zack. Okay, der ist nochmal aufgestanden. Ja, er wird immer wieder aufgeladen hier. Sehr gut. Energie ist wieder am Start. Geh zum Zentralturm. Sehr gut. Aber wir sammeln hier nochmal was ein. Ja, das war doch ganz nice. Also, okay, sind jetzt zwei, dreimal gestorben, aber ach, das gehört dazu. Wer nicht cheatet, wer nicht schummelt, der kann sich das mal erlauben hier. Auch mal zu versagen. Chose to betray us. He sealed his own fate. So, da gehen wir gleich mal ein bisschen geschickter ran. Und versuchen mal ein bisschen auf Abstand die zu bekämpfen hier. Und gleich ausweichen. Wieder laufen. Wenn der Kreis unten links geschlossen ist, dann können wir auch gleich wieder zuschlagen. Aber jetzt erstmal weg hier wieder. Ich finde es von der Strategie ganz gut. So, man läuft hin. Bam, bam, bam. Und dann weg. Los, sehr gut. So sollte man es machen. Es dauert ein bisschen länger, aber von der Strategie her safer als alles andere, was wir vorher gemacht haben. Und jetzt gibt es noch einen mit dem Schild. Zack.
Den hat's gleich zerlegt. Hin, bam, 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 bam und weg. Ja, nicht in den Infight gehen. Oh, bam, 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 bam. Ne, da war hier nichts mit bam, bam. Okay, aber hier auch hier wieder gleich wegdrehen. Ey, haben nicht gesagt, du sollst zurückschlagen. So, Kreis schließt sich. Jetzt können wir, glaube ich, beide platt machen. Sei denn, er steht schneller auf. Ah, sehr gut. Das war doch mal nice. So, jetzt sind wir ein bisschen warm gezockt und so würde ich das auch jedem empfehlen. Immerhin ein bisschen Geduld, zack, in die Fresse und dann wieder weg. Ich glaube, das ist gar nicht verkehrt. Oh. Ja, jetzt, ob das bei dem auch so geht. Schwarzblutvollstrecker, ne? Das ist ja... Was sagt denn der eigentlich zum Schild? Ah, der... Ist ja unsichtbar, oder wie? Ach, da. Der Schwarzflutvollstrecker ist aber ziemlich hart drauf, muss ich sagen. Kann ich... Nur Fertigkeiten freigeschaltet. Ja, die sind nicht mehr so leicht beeindruckt hier mit dem Schild, was ich da so habe. Bisschen Abwehr, ne? Wir haben ganz schön Dampf hier. So, Energie achten. Bisschen wegdrehen. Wäre natürlich geil, wenn er... Aua! Wenn er vom Schild auch mal beeindruckt wäre. Oh, letzte Aufladung hier. Auch der ist besser zu packen, sage ich ganz ehrlich. Kann man schaffen. Wo ist er, der Lump? Komm her, ja. Da. Naja, das ist gar nicht so schlecht gewesen. Ist auf jeden Fall besser auszuweichen als mit dem Schild. Wo hat er sich denn verkrümelt? Ja, da war ich zu spät. Boah, jetzt haben wir eine. Ich glaube, jetzt müsste es klappen. Hier ist nochmal eine Energiekugel, die holen wir uns. Sehr gut. So, ist er jetzt hinüber? Ja. Ist aber krass, ne? Wenn man überlegt, so, bam, zack, weg ist er. Und du denkst so, wo ist er denn hin? So. Okay, jetzt geht's wieder rein in den Turm. Ist natürlich keine Aufladung mehr an Energie. Das heißt, wir müssen wieder versuchen, ein bisschen geschickter damit umzugehen. Mit der ganzen Situation. Ja, da kommen schon, glaube ich, die nächsten gleich. Wo bleiben sie? Keine Gegner? Was denn da passiert? Ist die Automatik kaputt? Wow! Das sieht ja geil aus. These flying earth motes are the only solid ground up here. Let's move carefully, since the Niak kindred do not like intruders.
Tell me who I face next. Greed Sunsteel is Makros' personal godsmith. He's our next target. But first, we need to activate a Twilight Beacon. Ja, okay, das ist kein Ding, das machen wir, aber mir ist gut. Oder lieb, wenn hier noch so ein paar Artefakte rumliegen oder ein paar Vasen, die ich dann zerstören kann. Ich brauche nämlich ein bisschen Energie. Ich habe nämlich keine mehr. Ja, lässt sich natürlich nicht zerstören. Die gute. Schwer zu bekämpfen. Nee, das ging ganz gut. Aber wir sind doch gleich hin. Was kommt, hol die Energiekugel. Ah, zu spät. So. Ich glaube, Sterben gehört hier dazu. Okay, sehr gut. Alles eingesammelt, ja. Na, sehr gut. Was ist das eigentlich? Aber wir haben Fertigkeiten auch, die müssen wir nochmal aktivieren. So, dann gehen wir mal auf I, war das, glaube ich. Genau. Fertigkeiten. Ein Punkt haben wir nur. Finesse haben wir noch gar nicht erworben. Das nehmen wir mal. Die Rüstkammer. 1970. Was haben wir aktuell? 2188. Okay, das ist natürlich... Ja. 1924. Okay. Fertigkeiten. Haben wir schon. Ressourcen. Rüstkammer. Okay. Gehen wir mal weiter. Ja, hier machen wir das auch gleich auf die leider hinterhältige Art, aber anders geht's nicht. Ah, der hat wieder so ein Symbol von verlorenen Seelen, die wollen wir natürlich haben. Das ist immer diese kleine Feuerflamme, die er da über den Kopf hat. Ja, ist hier noch irgendwo was, wo ich Energie aufladen kann? Ja, das wäre vielleicht... Ja, sehr gut. Also man könnte ja wahrscheinlich noch viel mehr finden und viel mehr suchen und aber ich muss sagen, ich beschränke mich, weil ich ja die Story aufnehme, so ein bisschen auf das Wesentliche. Na, da ist zum Beispiel wieder eine Truhe. Okay, das Rätsel könnte man nochmal versuchen zu lösen. Das wird wahrscheinlich nicht so schwer sein. Ja, wir haben einmal hier oben. No, einmal Nummer 1. Hier haben wir Nummer 2. Jetzt müssen wir mal gucken, wo war Nummer... Ach, Nummer 3 ist da oben. Und dann können wir hier auch die Truhe öffnen. So, da gehen wir nochmal da, einmal hier die Erhöhung hoch. Zwar hier. Genau, das geht dann einfacher. Ja, und jetzt müsste drüben die Truhe auf sein, jawohl. Ja, jetzt können wir glücklich sein. Jetzt haben wir alles gemacht. Okay, jetzt geht's weiter. So ein kleines Geheimnis, kleines Secret würde ich auch zwischendurch mal empfehlen, wenn man keine Energie hat. Dann snacken wir uns da ein paar grüne Perlen rein. Das ist immer gut. Ah, ich hab nicht aufgepasst.
Genau, das erledigen wir hiermit. Obwohl er. Ja, ging doch ganz gut. Okay, ich will nicht sterben, deswegen taste ich mich mal hier so ein bisschen an die grüne Perle hier ran. Ah! Das hätten wir uns auch sparen können. Kleiner Schlagabtausch. Ne, können wir vielleicht noch ein bisschen was zerstören und looten? Ne. Dann geben wir uns nochmal eine kleinen Gesundheitssnack, einen kleinen Eiweißriegel. Geht sogar in die Richtung, aber ich bin ich beinahe falsch gelaufen. Ich habe ja gesagt, ich halte mich so ziemlich an dem, was so vorgegeben wurde. Ab und zu gibt es noch ein paar Ausnahmen. So. Hier können wir das Licht einschalten. Okay, zur Azuren-Sklave sollen wir gehen. Rückkehr zum Sanktum. Ach so, alles klar, er geht da automatisch zurück. Ich dachte, warum habe ich denn jetzt eine Zeitangabe? Was ist denn da los? Ja, Freunde, das ist hat super geklappt. Wir sind zwar ein paar Mal gestorben, aber das soll uns nicht stören. Ich fand das eigentlich schon sehr, sehr geil. Ich würde sagen, abonniert den Kanal, lasst mal einen Daumen nach oben da. Kommentiert mal ein bisschen, wie schwer ihr das Game findet, wie geil ihr das Game findet. Ob ihr auch so oft gestorben seid. Ich bin es auch. Also, hat man ja gesehen. Aber, naja, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.